Hi, wir sind Ibels. Wir, eine Gruppe von erfahrenen Bauinformatikern aus Weimar, wollen euch gerne zeigen, was wir beim Stackathon gelöst haben. Obwohl wir eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiter sind, haben wir beschlossen, auch unsere Freizeit mit diesem Thema zu verbringen und haben uns der visuellen Challenge angenommen, speziell der Point-Cloud-Daten von Faro. Unser großes Stichwort ist Scan-to-BIM, gerne hier auf dieser Folie nochmal in Ruhe nachlesen. Wir haben die Daten dieser Laserscanner genommen, mit KI-Verfahren semantisch angereichert, um dann gut die Punktwolken separieren, filtrieren und dann nutzen zu können, um semantische 3D-Modelle erzeugen zu können. Dafür verwenden wir KI. Im Konkreten heißt das, wir benutzen KI, um einmal in den Bildern Dinge zu finden, also speziell Stützen und Fenster, die dann in den Laserscans zurückgemappt werden können. Wir haben aber auch da reingeschaut, ob man nicht diese Verfahren nehmen kann, um Menschen in den Bildern zu erkennen und zu anonymisieren. Was haben wir dabei gemacht? Wir haben eine existierende Machine Learning-Architektur genommen. Wir haben das Deep Lab auf unseren Problemfall angepasst. Wir haben eigene Daten mit LabelMe annotiert und darauf dann ein Netzwerk trainiert. Dafür haben wir eine existierende Machine Learning-Architektur, das Deep Lab, genommen und auf diesen Anwendungsfall angepasst. Wir haben mit LabelMe die Daten annotiert und darin die Fenster und Stützen markiert. Basierend auf diesen Daten haben wir dann über Nacht mit der PyTorch Library ein Netzwerk trainiert, wie ihr hier sehen könnt, und haben dann festgestellt, dass es in der Tat gut in der Lage ist, die annotierten Sachen in den Bildern zu erkennen. Die Erkenntnisse haben wir dann zurück in die Bilder gemappt und dadurch zurück in die Laserscans. Das heißt, wir haben jedem Punkt der Punktwolke zugewiesen, ob er zu einer Wand, zu einem Fenster oder zu einer Stütze gehört. Diese Informationen haben wir dann in die Punktwolke gebracht und darauf angefangen, die Geometrie zu extrahieren. Wir haben erstmal Fenster und Wände einzeln gelöst, indem wir die Decken entfernt haben und dann einzelne Wandgruppen mit Ransack-Algorithmen gefunden haben. Aus diesen einzelnen Wandgruppen können wir dann 3D angefangen. Wir haben die Decken entfernt und dann Punkte zugeordnet mit dem Ransack-Algorithmus zu Fenstern und Wänden, wie man hier sehen kann. Die Wände haben wir hier etwas niedriger dargestellt, um sie besser von den Fenstern unterscheiden zu können. Da erhalten wir dann nicht nur die Punkte, sondern auch Linienzüge und Ebene, die die 3D-Bauteile direkt in ihre richtigen Locations darstellen und das komplette Bauwerk abbilden. Wir haben das nach Stockwerk getrennt, sodass man nicht nur in einem Stockwerk, sondern eben auch in allen alle Wände hat, die dann so das Bauwerk reduziert und optimiert darstellen können. Erhalten wir einen semantisch angereicherten Laserscan. Wir wissen, wo Fenster und Stützen sind, wo Wände sind, welche Punkte außerhalb des Gebäudes liegen. Und dies alles ist möglich, indem wir smart die existierenden Daten mit KI-Verfahren kombinieren und so neue Daten erzeugen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch einen Überblick über die coolen Technologien, die wir benutzt haben, um das zu ermöglichen.